Guten Abend und herzlich willkommen zum Auslandsjournal. Mal ehrlich, würden Sie in ein Flugzeug steigen und auf einen Langstreckenflug gehen, wenn es am Ziel Ihrer Reise, ja auf der ganzen Welt, noch keine Landebahn gäbe? Würden Sie nicht. Und dennoch tun wir es alle. Und die neue Bundesregierung schickt uns gerade mal wieder auf eine solche Reise. Auf der ganzen Welt gibt es kein einziges Endlager für Atommüll. Man muss sich das mal vorstellen. Jährlich werden tausende Tonnen radioaktive, lebensgefährliche Substanzen produziert. Sie müssten 6000 Generationen lang sicher lagern, aber keiner weiß wo. Die Mafia versenkt Schiffe, die Franzosen leiten es ins Meer, wir alle schicken es nach Russland. Eine Situation, die das Wort vernünftig nicht verdient. Eric Guéret und Lorne Waller über den Albtraum Atommüll. Michael Renz hat den Bericht für uns bearbeitet. Nur dickes Panzerglas erlaubt den sicheren Blick auf das, was vom Atomstrom übrig bleibt. Abgebrannte Kernbrennstäbe noch immer radioaktiv, tödlich strahlend auf Jahrtausende. 300.000 Tonnen hochradioaktive Altlasten fallen weltweit jedes Jahr an, Tendenz steigend. 197 Reaktoren sind allein in Europa am Netz, 12 sind im Bau und 16 in Planung, darunter auch in Ländern wie Italien, Norwegen und der Türkei, die bisher nicht auf Atomstrom gesetzt haben. Mit der dort produzierten Menge an Müll wird die Frage nach der Entsorgung noch drängender. Wohin mit dem gefährlichen Erbe der Reaktoren? Ins Meer damit, lautete lange Zeit die Antwort. Die Ozeane als nukleare Müllkippe. So verschwanden in den vergangenen 50 Jahren mehr als 100.000 Tonnen Atommüll in den Fluten. Viele der Fässer sind inzwischen verrostet, haben ihren gefährlichen Inhalt an die Umwelt abgegeben. Das Verklappen ist seit 1993 verboten, zumindest das in Fässern und von Schiffen aus. Erlaubt ist aber weiterhin das Einleiten radioaktiver Reste ins Meer, so wie hier vor der französischen Wiederaufarbeitungsanlage La Hague. Ein knapp 4 Kilometer langes Rohr pumpt radioaktive Abwässer in den Atlantik. Völlig legal und harmlos, behauptet die Industrie. Eine Katastrophe, schimpfen Umweltschützer. Diese Emissionen von La Hague entsprechen einem permanenten Unfall, als hätte man ein Problem mit einem Kernkraftwerk und dadurch eine unablässige Emission. Wir befinden uns in einer ständigen, aber legalen Unfallsituation. Denn hier in La Hague werden atomare Rückstände nicht nur ins Meer gepumpt, sondern auch in die Luft geblasen. Trotz der Probleme mit der Umwelt ist für viele die hier stattfindende Wiederaufarbeitung abgebrannter Kernelemente der Königsweg im Brennstoffkreislauf. Aus verbrauchtem Reaktorkraftstoff macht man frische Brennstäbe. Atomkraft, eine angeblich recycelbare Energie. 95% des anfallenden Mülls bestehen aus strahlendem Uran, 1% aus hochgiftigem Plutonium, Basisrohstoff für neue Brennelemente. Nur 4% sind nicht wiederverwertbar, also strahlender Endmüll. Der wird in Glas gegossen und ruht vorübergehend hier in La Hague in diesen Bodenplatten. Die anderen 96% Atommüll können, so behauptet die Atomindustrie, wieder aufgearbeitet werden. Wir verfügen hier zurzeit aber nicht über diese Technologie. Wir schicken das Uran auf Wunsch unserer Kunden zu Einrichtungen in den Niederlanden oder Russland. Dort wird es den nötigen Anreicherungsprozess durchlaufen. Der gefährliche Müll reist mehr als 8000 Kilometer gen Osten nach Sibirien in die Stadt Seversk. Hier im örtlichen Chemiekombinat wird französischer und deutscher Atommüll neu angereichert. Zeigen will man das aber nicht. Die Atomfabrik ist verbotene Zone, umgeben von Stacheldraht. Auf Satellitenbildern jedoch ist die Anlage deutlich zu erkennen. Die dunklen Punkte sind Lagerbehälter mit Atommüll. Sie stehen im Freien. Der örtliche Strahlenschutzbeauftragte kann daran nichts Schlimmes finden. Nein, da passiert nichts. Es gibt keinerlei Emissionen. Die Behälter sind hermetisch abgeschlossen. Eine andere Frage ist, was geschehe, wenn, was Gott behüte, plötzlich ein Flugzeug abstürzte und ein Container beschädigt würde. Dann könnte eine giftige Wolke entstehen. Aber es ist ja weit weg von Wohngebieten.
Hier in dieser russischen Anlage findet das eigentliche Recycling statt. Wird der Brennstoff neu aufgearbeitet? Ein Prozess ohne Rückstände? Keineswegs. Rund 80% des Urans, eher sogar mehr, genau weiß ich es nicht, bleiben hier. Sie werden auf dem Gelände des Chemiekombinats gelagert. Im Klartext, anders als die Atomindustrie behauptet, bleibt am Ende der Wiederaufarbeitung ein großer Teil des Atommülls übrig. Er lagert in Behältern in den Weiten Russlands. Für die Industrie ideal, umgeht sie damit doch eines der zentralen Probleme der Atomenergie, das der fehlenden Endlager für Atommüll. Zwar wird an vielen Orten weltweit nach einer geeigneten Lagerstätte gesucht, werden Probetunnel hunderte von Metern in die Erde gegraben, doch fündig wurde man bisher nicht. Kein Land der Welt hat ein Endlager für Atommüll. Gesucht wird ein Ort sicher genug, um den strahlenden Müll 250.000 Jahre zu lagern. So lange ist der nukleare Abfall gefährlich. Sollte die Lagerstätte ca. 2025 bis 2030 gebaut werden, so wird sie etwa 70 bis 100 Jahre lang betrieben werden. Danach wird die Anlage vielleicht noch 200 Jahre überwacht. Vielleicht ist die Erinnerung daran dann verloren gegangen. Deshalb muss die Lagerung so sicher sein, dass selbst dann nichts passieren kann, wenn sich niemand mehr daran erinnert. Während die Industrie nach geeigneten Endlagerstätten fahndet, wächst der Berg an Atommüll weiter an. Produzieren 439 Reaktoren weltweit eine Erblast, mit der die kommenden 6000 Generationen leben müssen. Stellen Sie sich vor, die alte babylonische Hochkultur hätte schon Atomanlagen gehabt. Dann läge der Müll auf dem Gebiet des heutigen Irak schon mehrfach von Krieg überzogen. Und von den 250.000 Jahren wären gerade mal 4.000 geschafft. Na wunderbar.